Mein heutiger Gast ist mir aus Mexiko zugeschaltet. Sie ist Ärztin und ja, sie ist im Februar diesen Jahres zu 1 Jahr und 2 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zusätzlich musste sie noch 1.000 € an ein Kinder- und Jugendhospiz bezahlen. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Carola Javid Kistel. Hallo, Carola. Ja, hallo, grüß dich, hallo, liebe Zuschauer. Vielen Dank für die Einladung. Ich muss erst mal richtigstellen, dass ich keine Ärztin mehr bin. Das heißt, man hat mir ja nun auch noch meine Approbation stillgelegt. Das heißt, ich bin eigentlich Abiturientin mit Doktortitel, ja. Mit medizinischem Doktortitel, den kann man mir nicht so schnell wegnehmen. Es ist nach 30 Jahren, ja, es ist schon heftig, ja. Ja. 30 Jahre Berufserfahrung als Ärztin und jetzt ist der Beruf eigentlich weg, ne? Ja. Ja, aber nicht die Ja. Erfahrung, die Kompetenzen. Verurteilt worden bist du wegen der Ausstellung falscher Gesundheitszeugnisse und dann auch Volksverhetzung. Das interessiert mich, weil das wusste ich bisher nicht, dass du auch wegen Volksverhetzung verurteilt wurdest. Ja, ich hatte insgesamt 5 Anklagen, von denen dann 3 in der Verhandlung zur Sprache kamen. 2 hat man unter den Tisch fallen lassen, also einmal die Impfunfähigkeitsbescheinigung, die fielen dann unter den Tisch. Und was war das zweite noch? Die üble Nachrede gegen einen Kollegen von mir, der im Sekundentakt oder Minutentakt mit BioNTech die Leute durchgespritzt hatte, an einem Tag 1200 BioNTech-Impfungen. Also wirklich wie am Fließband. Das ist weggefallen, aber ich bin verurteilt worden wegen Ausstellung von Maskenattesten, wegen dieser Volksverhetzung und wegen Beschimpfung oder Beleidigung von Polizeibeamten, als sie dann auch meine Praxis schon das dritte Mal gestürmt haben und insgesamt ja 5-mal sogar. Die Volksverhetzung, ja, die habe ich mir zugezogen, als ich im Winter 2021, 22 auf einer Demo gesprochen habe in Herzberg in der Nähe von Duderstedt. Und gesagt habe, wenn man nicht sofort aufhört, weltweit mit diesen experimentellen Gentherapien, die weiter zu verspritzen in die Leute sozusagen, dann wird es mehr Todesopfer geben als beim Holocaust weltweit. Und das ist mir als Verharmlosung des Holocaust ausgelegt worden. Ja, beim Holocaust nach offiziellen Angaben sind ja 6 Millionen Menschen verstorben oder verstorben worden, also die Juden, die man umgebracht hat. Und mittlerweile wissen wir schon, dass weltweit jetzt ja über 20 Millionen schon an diesen experimentellen Gentherapien verstorben sind. Also war es ja nicht mal Verharmlosung, sondern ja ganz im Gegenteil. Ich wollte einfach nur aufzeigen, dass es sehr, sehr gefährlich ist, wenn man weitermacht, ne, mit diesen Spritzen. Und das ist mir dann zum Nachteil ausgelegt worden, obwohl man mittlerweile alles belegen und beweisen kann und die freigelegten RKI-Produkte ja auch zeigen, dass wir mit allen Sachen recht hatten, dass es einfach auch Menschenversuche waren, ne? Auch mit diesem Lockdown, mit den Masken, ne? Die man den Kindern sogar aufgezwungen hat und den Alten und den Kranken und so. Also das sind eigentlich Menschenversuche, ne? Die nicht stattfinden dürften. Und die Ärzte, die sich dagegen gestellt haben, wir waren ja noch reichlich wenig so insgesamt, ne? Es gab vielleicht so 200 in Deutschland etwa, ne? Die jetzt auch verfolgt werden strafrechtlich. Die sich dagegen gestellt haben unter sehr, sehr, sehr vielen tausend Ärzten. Und die musste man jetzt alle mundtot machen und ihre Existenz berauben und möglichst auch noch des Berufes berauben, sodass man nie, nie wieder in Deutschland irgendwie Schaden anrichten kann. Also nach der Meinung der Obrigkeit, ja. Ja. Das ist schon ganz schön finster. Ja, die Volksverhetzung, das funktioniert immer nur in eine Richtung, ne? Weil andersherum darf man eine Alice Weidel als Nazi-Schlampe, meine ich, betiteln. Man darf AfD-Politiker als Nazis schimpfen. Ich habe selber erlebt auf Corona-Demos, dass wir, die gegen für eine freie Impfentscheidung demonstriert haben, als Nazis beschimpft wurden, wo ja überhaupt kein Zusammenhang besteht. Ja, es ist traurig. Wie geht es dir jetzt in Mexiko? Kannst du da als Ärztin arbeiten, auch wenn du hier in Deutschland deine Approbation verloren hast? Also ich kann hier in Mexiko auch nicht offiziell irgendwie arbeiten, ne? Das geht gar nicht. Also letztendlich ist es so, dass ich weiterhin irgendwie meine Patienten von früher auch berate, die mir irgendwie über Telegram oder WhatsApp schreiben oder über E-Mail. Dass ich die natürlich weiterhin beraten kann. Ich kann ja als Gesundheitsberaterin oder Gesundheitscoach oder Heilerin oder wie auch immer auftreten. Das ist mir ja völlig unbenommen, denn meine Fachkompetenz, meine Erfahrung, meine Empathie auch für die Menschen und
Das kann mir ja niemand nehmen. Also mein Wissen kann mir ja niemand nehmen, auch nicht durch irgendwie Stilllegung einer Approbation. Und es kann mir ja auch nicht verboten werden, dass ich Menschen berate, ja, dass ich sage, also wenn jetzt die Kinder das und das und das haben, ja, dann lasst mal in die Ohren reingucken oder dass die Kinder mal abhören. Aber ich würde das dann halt nicht mit Antibiotika behandeln und ich würde auch keine Impfung geben, sondern ich würde das so und so und so behandeln. Das kann ich ja nach wie vor machen und das mache ich gegen Schenken oder Energieausgleich. Ich schreibe also keine offiziellen Rechnungen und da kann mir auch niemand was. Wenn die Leute mir was dafür geben wollen und überweisen wollen, dann ist das in Ordnung und wenn nicht, dann nicht. Na, also das ist das, was ich jetzt im Moment mache. Na, und Wie streng ist das in Mexiko? Wie streng wird sowas kontrolliert? ja, gar nicht. Also ich bin ja hier irgendwie gar nicht irgendwo gemeldet als also steuerlich oder so. Ne? Also ich bin ja im Prinzip ja, also ich lebe eigentlich von meinen Ersparnissen und von dem, was beim Ärztehilfswerk Weißer Kranich dann auch an Schenkungen angeht. Das Ärztehilfswerk, was wir von Ärzte stehen aufgegründet haben, was da an Schenkungen angeht oder so, da das nehme ich natürlich auch für meinen Lebensunterhalt hier oder um irgendwie neue Ideen auch in die Welt zu bringen. Wir machen ja auch weiterhin unseren Tatort Impfen mit meinem geschätzten Kollegen Rolf Krohn. So alle 2 Wochen. Am Anfang haben wir es jede Woche gemacht, aber mittlerweile gehen uns auch die Interviewpartner so ein bisschen aus. Und es will sich kaum noch jemand vor die Kamera wagen. Ne? Ja, das ist eine ganz andere neue Situation. Also ich musste nach 26 Jahren meine Praxis zumachen. Und ich habe, das war mein Lebenswerk. Ich habe dafür gelebt. Also die Leute konnten mich Tag und Nacht erreichen. Ich habe 80 bis 90% Kinder und Jugendliche in meiner Behandlung gehabt. Ich habe 6.000 Patienten behandelt ungefähr und die haben alle Rotz und Wasser geheult, als ich die Praxis zumachen musste und verurteilt wurde. Die haben mir auch zum Teil dann noch geholfen, die Praxis auszuräumen und so. Das war schon sehr, sehr bitter, ne? Wenn einem das dann die ganze Existenz genommen wird in Deutschland. Aber ich bin so ein Stehaufmännchen, ich gucke immer nach vorne und gucke, was ich hier so machen kann. Ich habe auch inzwischen ja so eine Mother Warm Healing Ausbildung gemacht bei dem Stefan.